So, servus, hallo miteinander. Heute auch mal wieder mit mir, dem Michael. Wir dürfen euch heute den AK Core Fließfilter CFF1 schon mal vorab präsentieren. Laut gradigem Telefonat nächste Woche geliefert werden. Hoffen wir mal, dass es so bleibt mit den ganzen Containern, ist das ja nur momentan schwierig. Ja, sieht sehr unspektakulär aus, wenn man Fließfilter kennt, aber sie haben sich doch mal wieder wegen was einfallen lassen. Ja, Fließfilter baut ihr im Endeffekt ein, um Schwebestoffe aus eurem Aquarium rauszukriegen. Dreck, wo man halt sagt, es belastet das Wasser. Bevor es überhaupt an so eine Belastung kommt, zieht es eben nur durchs Fließ raus. Wird idealerweise, wenn es möglich ist, Plug and Play eingebaut. Bei manchen funktioniert das halt leider nicht, da muss man dann halt Abteile rausschneiden oder sonst irgendwas. Das muss man mal individual besprechen oder sich halt angucken. Der ist jetzt ausgelegt für 5000 Liter Durchsatz. AK hat hier ein 50er Winkel verbaut, aber nicht zum Stecken, sondern zum Schrauben. Der Hintergrund dafür war gedacht, dass man das zum Warten rausschrauben kann und wieder reinschrauben kann. Muss man halt gucken, sich da irgendwie einen Adapter zu machen, dass man das dann halt auch schrauben kann. Was schön ist, wenn man wenig Platz hat oder man will von der anderen Seite rein, sie haben hier zwei Schrauben gemacht, das heißt, ich kann das Ding verdrehen, wie ich möchte und dann einfach wieder anziehen und dann kann ich das so machen. Halt, das sind vier Schrauben, dass das halt wieder dicht ist. Was auch eine schöne Lösung ist, falls man mal bloß ein bisschen Mulm absaugen will, ohne Wasserwechsel oder irgendwas absaugen muss, könnte man hier den Schlauch drauf tun und der geht genau ins Fließ rein. Das heißt, das Fließ filtert mir das gleich aus. Muss mal gucken, wenn man sowas braucht oder nutzen will, hat man das halt gleich fest mit integriert. Das heißt, es rutscht nichts weg, ich stecke da meinen Schlauch drauf, fertig. Kannst du uns noch zwei, drei normale Fakten über dieses Gerät nennen? Größe, Durchlauf, irgendwie sowas? Ja, Durchfluss, wie gerade schon mal gesagt, bis 5000 Liter angegeben, was mit dem Stutzen auch machbar sein sollte. Die Abmessungen sind jetzt circa Angaben 33 cm mal 42 cm mal 23 cm. Empfohlene Durchflussmenge geben sie an bis 5000 Liter. Der Einlass ist 50 mm 1,5 Zoll Gewinde. Optimale Wassertiefe geben sie an von 100 bis 170 mm. Vom Boden des Gerätes gemessen, also sprich von da unten bis zur Bodenscheibe. Und die Fließrolle hat eine Breite von 152 mm mit einer Länge von 25 m mit 50 μ, also Maschenweite. Okay, wird schon ein Preis genannt oder? Er ist genannt worden. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr zu 1000%, aber ich glaube, dass es 379,90 waren. Okay. Schreiben wir einfach nochmal drunter. Nicht, dass okay. Ich jetzt okay. Nein, nein. Also ohne Gewehr. Ja, sonst zum Aufbau. Er soll fertig montiert kommen. Also kein Basteln. Kein Basteln. So soll er dann aussehen. Wie gesagt, der Motor ist mit einer richtig stabilen Platte im Endeffekt von oben eingeschoben. Auch mit einer Führung von hinten, dass es sauber auflegt. Das heißt, es verzieht sich nichts oder sonst irgendwas, sondern der liegt wirklich sauber auf. Man baut den hier wieder ein und kann das einfach wieder so anziehen und dann ist das wieder fest. Zieht dann im Endeffekt das Fließ von hier, von da oben nach unten rein. Und dann hat man da auch sehr platzsparend das Ganze. Der Schwimmschalter schön offen, dass man sieht, wenn der Wasserstand eben steigt, dann hebt er den an und dann zieht eben der Motor das Fließ weiter. Was auch sehr gut ist mit Langlöchern, ich kann eben diese Einstellung zum Hängen sehr individuell anpassen. Ich habe da eine jetzt relativ hohe Range, dass wenn ich sage, ich habe ein hohes Technikbecken, dass ich trotzdem diese Maße, wie gerade schon erwähnt, von Boden bis Bodenscheibe einhalten kann. Also von dem her sehr durchdacht. Und wir bauen den jetzt heute in die Koralle 1 mit ein, wo wir euch letztens ja schon kurz den Hinweis drauf gegeben haben, dass der da reinkommt. Momentan sieht es so aus, wir haben unsere beiden Rückläufe, vom runter. Einmal hier und einmal da. Das soll ja jetzt in unserem Fließfilter durchlaufen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir das am besten gemanagt kriegen. Also beide Rückläufe in zusammenfassen, ein Rohr fassen quasi. Genau, und dann schauen, dass wir das da reinkriegen, so passt. Im Normalfall habe ich das mit Teflon gemacht, jawohl. Erstes Rohr, zweites Rohr. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir den da hingehängt bekommen, wegen dem Nachflugbecken. Was haben wir für eine Wasserstandshöhe? Hersteller gibt an 100 bis 170 Millimeter vom Boden. Schauen wir, was unsere Staustufe hat. Ah, zu viel. Das hätte ich jetzt am Boden gestellt. Ich krieg den nicht hingehängt, wahrscheinlich. Aber der muss ziemlich weit rein.
So, also kriege ich nicht gehängt und da kriege ich einen anderen Einhängen, weil da unser Nachfüllbecken ist und daneben stehen unsere Flaschen. Das heißt, wir nutzen jetzt nicht den Einhänger wie verbaut. Den bauen wir jetzt weg. Daheim hoffe ich natürlich, dass es bei euch klappt. Was hat man sonst für Möglichkeiten, ihn zu erhöhen? Ich würde immer was Wasserdurchlässiges nehmen, in dem Fall eine Lichtrasterplatte und die halt dementsprechend so drunter bauen, dass ich halt vielleicht einen guten Mittelwert habe aus den Maßen, wie es der Hersteller angibt. Das sozusagen als kleines Podest drunter bauen mit Füßchen, dass halt das auch nicht aufliegt, weil sonst habe ich den Mulm in den Rastern sich ablagern, also wirklich in der Luft. Und das müssen wir jetzt machen, da muss ich aber erst noch was basteln, weil, wie gerade schon gemessen, die Staustufe hat 19,5 und 170 ist Max. Das heißt, ich müsste mal ein Podest drunter bauen, schon mal mit 25 mm. Also würde ich jetzt irgendwas mit 5 bauen, das dann mal drunter basteln und dann den Rohranschluss machen. Okay. So, ich war mal kurz in meiner Werkstatt und hab mal was fertig gemacht. Auf spontan. Ja, ist das jetzt verklebt oder hast du das irgendwie? Nein, das geht relativ streng zusammen. Wenn es nicht streng zusammengeht, Kabelbinder, weiße Kabelbinder oder irgendwas zwei, dreimal anfixieren, fertig. Aber das ist jetzt so stabil, da sollte nichts passieren. Das heißt, wir können den ganzen Spaß jetzt eigentlich dann im Becken einfach dann so stellen. Dann steht das Ding, es kann Wasser drunter zirkulieren, sollte eigentlich nichts gammeln. Aber das wird eng werden. So weit komme ich nicht zusammen. Also du baust ein kleines V-Stück. Ja, so der Plan, aber ich glaube, ich komme nicht so weit zusammen. Y wäre das ja eher. Aber Y haben wir nicht. Gut, also habe ich eigentlich genügend Platz, um das abzuändern. Hoffe ich. Dass sich das jetzt ein bisschen verändert hat, passt der Winkel immer. Okay, was passiert hier jetzt? Ich mach's warm, dass ich den Winkel, der wohl jetzt halt leider vorgegeben ist, ein bisschen ausgleichen kann, dass es das runter auf Spannung kommt, dass ich keine Spannung auf der Tankverstärkung habe. Juh, Trick 17. Das ist sich gerade schlecht. Passt? Ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, man muss mal schauen, dass das Rohr halt keinen Knick kriegt. Weil wenn ich jetzt noch weiter, dann knickt es hinten ein, dann habe ich eine Verjüngung, was dann dazu führt, dass ich eventuell zu viel Rückstau habe. Würde bei uns jetzt nicht viel ausmachen, aber es macht jetzt einen leichten Bogen nach hinten und ganz minimal nach unten, dass ich halt einfach die starke Spannung drauf kriege, weil da eben schon die Tankverschraubung ist. Und jetzt dann halt anzeichnen, final verkleben und fertig. Eingebaut ist er. Jetzt durch das, dass er das durch das Zeigen und so haben wir das Vlies abgeschnitten gehabt. Jetzt hätten wir im Endeffekt gleich einen Vliesrollentausch. Da kann ich ja gleich mal zeigen, wie ich das immer so handhabe. Idealerweise erwische ich es so, dass ich da noch schön anziehen kann. Leg mir das dann da oben drüber, auch die neue Rolle rein. Ja, schön. Aufpassen, dass man es richtig rum reinmacht. Und dann legt man das hier so schön übereinander. Und dann gibt es so ein tolles Werkzeug. Einmal. Tacker? Yes. Das rostet doch, oder? Ja, ist ja. Bloß kurz. So, ach so, das ist nur dann kurz. Ist die neue Rolle fixiert. So, dann brauchen wir mal noch Strömchen. Der wird jetzt von selber durchziehen, weil der Schwimmschalter ja schön im Wasser oben ist. Ja, so wie es aussieht, hat hier Aqua wie so eine Art Timer ins Modul oder Motorsteuerung gemacht. Das heißt, er zieht nur ein paar Sekunden und dann bleibt er stehen, bis der Schwimmschalter eigentlich wieder runterfällt. Ich mache das jetzt gerade mal hier mal mit meinem Meterstab und dann läuft er wieder. 3-4 Sekunden. Bis halt eigentlich der Wasserstand sinkt, wieder sinkt, was ja eigentlich so wäre. So, wir wollten jetzt damit eigentlich ja bloß, dass das Vlies durchgeht. Das heißt, ich nehme den Motor raus, ziehe das nach vorne runter. Hängen den Motor mal wieder ein, damit das mir ins Wasser fliegt. Dann haben wir hier im Endeffekt unsere Tackerklammern. Ah, die nimmst du ab. Genau, so, die sind jetzt beide da dran. Das ist die alte Rolle eigentlich in dem Sinne. Und dann müssen wir uns bloß mal noch angucken, wie die Herren das gelöst haben mit dem Vlies aufzwicken. Ist mir gerade noch was eingefallen. Also man muss den Schwimmschalter nicht da unten allerweil aktivieren. Es gibt da hinten den Knopf. Den kann man drücken und dann dreht das. Welche Farbe hat dieser Knopf? Rot. So, dann kann man sich das hier so herdrehen und dann faltet man hier so ein Dreieck. Ein Dreieck, so. Und du das hier reinstecken. Und dann lasst man den da ein bisschen festhalten, dass es halt nicht rauszieht.
zwei Umdrehungen draufwickeln oder drei. Angeschalten ist er. Dann gehen wir hier mal Stoff, Wasser, Marsch. Also das Wasser kommt jetzt durch diese neue Konstruktion in den Fließfilter rein und wird dann ins Technikbecken geleitet. Genau, vorher war der Abschäumer hier gestanden, den haben wir jetzt eins weiter. Da kommen schon die ersten Luftbläschen, das heißt, das Wasser läuft schon, da kommt auch schon Dreck mit. So, Schwimmschalter ist in der Luft. Alles dicht, passt. Wasser läuft da rein, wo es reinlaufen soll. So vom Aufbau her, man muss nichts zusammenbauen, man packt den wirklich aus der Schachtel aus. Man muss sich halt wirklich einen schönen Platz dafür suchen. Was jetzt bei uns jetzt ein bisschen schlecht ist, dieses Schlauchmodul, wenn ich sage, ich möchte was absaugen und da durchfiltern lassen, kommt mir jetzt ein bisschen schlecht hin, weil er bei uns halt eigentlich nicht so eingebaut ist, wie man es vielleicht machen könnte. Ist aber daheim individuell auch vielleicht das Problem, dass ich ihn so bloß reinbringe wegen dem Rohr. Man kommt schon hin. Die andere Frage ist, das braucht man so oft, dass ich sage, es muss vorne sein. Aber sonst schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wie sich der verhält im Dauertest. Und dann werden wir sehen, wie viel Fließ das wir brauchen in der Woche oder im Monat. Laut Hersteller reicht das Fließ 1 bis 2 Monate, aber das kommt auch immer darauf an, wie viele Fische das man drin hat, Verdreckungsgrad und, und. Jetzt füllt schon mal die Nachführanlage nach. Ja, müssen wir halt mal schauen. Können wir ja eventuell mal gelegentlich draufhalten. Das heißt, das war es mal wieder. Ich hoffe, es war soweit verständlich. Wenn es irgendwas dazu gibt, schreibt es drunter. Anregungen, Verbesserungsvorschläge nehmen wir natürlich auch gerne an und geben es natürlich auch gerne weiter. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.